innovative Drinks runtergebrochen auf den Ort, in dem wir sind, im schönen Freiburg, und wo langsam eine Cocktailkultur entsteht, aber eben noch nicht da ist, wo es in anderen Städten ist. Und das haben wir einfach versucht, diesen Spagat zu machen. Wir haben den Laden selber gebaut, wir haben es versucht, so schön zu machen, wie unser Geldbeutel das hergab. Akustik war uns sehr wichtig oder ist uns auch immer noch sehr wichtig. Und am Wochenende haben wir so einen kleinen Spagat aus DJ und Drinks, aber wir sind zu 100% eine Cocktailbar mit sehr vielen selbstgemachten Zutaten und natürlich sehr vielen Premium-Mixern. Ah, den Drink, den ich heute zubereite, Lord Thunderpaws Dessert, guter Name. Low ABV Tiki war die Idee und ich wollte was mit dem Hibiscus Tonic Premium Mixer machen und rund um die Farbe des Tonics eigentlich einen Tiki kreieren. Und die Idee Cherry, Rote Beete, Ananas war sehr schnell da und wir haben das mit einem lokalen Maraschino und ein bisschen selbstgemachtem Salzmandel-Oja tiki-haft interpretiert. Das wird sehr lecker. Ab September dann im One Trick Pony dauerhaft erhältlich. Ja, es freut mich, dass ihr heute hier wart, dass wir einen schönen Drink machen konnten. Ich freue mich über jeden Gast, der den weiten Weg nach Freiburg findet. Prost.